Große Fußballtage sind zurzeit noch selten in Gelsenkirchen. Heute soll ein großer Fußballtag werden. Schalke zum ersten Mal seit 12 Jahren im Halbfinale eines Pokalwettbewerbes und das vor der Rekordkulisse der Saison. 72.000 Zuschauer, ausverkauftes Stadion, die Einnahmen weit über 1 Million. Schalke 04 hat über den Pokalrausch, verwirft man der Mannschaft vor, den Zweitliga-Alltag vergessen, ist in eine spielerische Krise gekommen und ob diese Krise überwunden ist, das wird der heutige Abend zeigen. Auf jeden Fall der Gegner, der FC Bayern München, ist der große Favorit. Daran deuteln auch die größten Schalker-Fans nichts. Hier haben wir die junge Schalker-Mannschaft. Der Pokal, wie gesagt, ein riesiger Erfolg für Schalke, bis ins Halbfinale vorgedrungen zu sein. Nur ein einziges Spiel musste in der Verlängerung ausgetragen werden. Das war gegen Hertha BSC, wo man in Berlin mit 3:3 gewann und dann zu Hause mit 2:0 siegte. Ansonsten glatte Ergebnisse für Schalke, ebenso wie für den Gegner, für den FC Bayern. Anstoß durch Schiedsrichter Wolf-Günther Wiesel. Der FC Bayern in der stärksten Besetzung, in der Besetzung, die wir aus der Bundesliga gewohnt sind. Nachtwey, Rowe, Klaus Teuber, Schalkes erfolgreichster Angreifer in dieser Saison. Und Jean-Marie Pfaff, zum ersten Mal geprüft, Belgiens Nationaltorwart. Und ich bin sicher, so hatten sich die Bayern den Auftakt nicht vorgestellt. Wieder Klaus Teuber. 4 Tore im Pokal bereits erzielt. Und Bertram Beierlorzer rettet zur ersten Ecke für Schalke 04. Bernd Diersen, der 24-Jährige, mit der Nummer 7 wird diesen Eckball ausführen. Bis auf Karl-Heinz Rummenigge, der gesamte FC Bayern in der eigenen Hälfte. Ja, und ein schöner Schuss von Matthias Schipper. Ein guter Auftakt. Dass Schalke hier offensiv spielen würde, das hatte niemand bezweifelt. Schalke als Außenseiter hat ja eigentlich nichts zu verlieren, nur viel zu gewinnen. Aber die Mannschaft hat Probleme mit den Nerven, das haben die letzten Zweitligaspiele gezeigt. Der FC Bayern geht sehr selbstbewusst in dieses Spiel. Auch taktisch wird keine große Rücksicht auf den Gegner genommen. Man erwartet, dass Schalke sich auf die Bayern einstellt. Foulspiel angezeigt. Foul an Klaus Argenthaler und Norbert Nachtwey wird diesen Freistoß ausführen. Rummenigge, Michael Rummenigge und Karl-Heinz Rummenigge, das 1:0. Schiedsrichter zeigt auf den Anstoßkreis. 3. Spielminute, das 1:0 für den FC Bayern, den Favoriten im Gelsenkirchener Parkstadion. 23 Tore hat Karl-Heinz Rummenigge in der Bundesliga erzielt. Dies ist sein erstes Pokaltor. Eine Wiederholung, die Vorarbeit von seinem Bruder Michael, der im Pokal viel erfolgreicher war. Und dann Karl-Heinz Rummenigge, der sich eine solche Chance natürlich nicht entgehen lässt. Unruhe unter den Fans. Ich hoffe, wir sehen keine Ausschreitung, so wie gestern bei dem hervorragenden Pokalspiel zwischen Gladbach und Werder Bremen. Als sich irgendein Fan zu der Dummheit hinreißen ließ, Tränenglas auf den Platz zu schießen. Bremen hat ja, wie Sie sicher gehört haben, inzwischen offiziell gegen die Wertung dieses Spieles protestiert. Und Einwurf durch Klaus Teuber. Kam über den Stuttgarter Kickers und über den 1. FC Nürnberg zu Schalke 04. Die Bayern fighten da ganz energisch vor dem eigenen Strafraum. Diersen legt sich da den Ball zum Freistoß zurecht. Und Schiedsrichter Wolf-Günther Wiesel misst die Entfernung ab. 36 Jahre ist er alt. Hat als Linienrichter fungiert bei Horstmann, Redelfs und Volker Roth. Und dies ist seine erste Saison als Bundesliga-Schiedsrichter.
Bernd Diessen. Die Schalker tauschen geschickt die Positionen. Ja, und zum zweiten Mal Verwirrung in der Bayern-Abwehr. Klaus Augenthaler klärt auf Kosten eines Einwurfs, den Thomas Kruse ausführen wird. Udo Lattek, der sich den Gegner am letzten Sonntag beim 3:3 Heimspiel angeschaut hat. Schalke 04, so sagte er mir vor wenigen Minuten noch, war 60 Minuten lang relativ schwach, wirkte nervös und dann aber 30 sehr gute Minuten. Und wenn sie die Nervosität ablegen, die sie am letzten Sonntag gezeigt haben, dann darf man diese Mannschaft nicht unterschätzen. Augenthaler, der weite Pass auf Rummenigge. Rummenigge im Duell mit Michael Jakobs, dem 24-jährigen Bruder von Dietmar Jakobs, dem HSV-Spieler. Und die beiden, die werden wir wohl im Verlauf der nächsten 90 Minuten öfter beieinander sehen. Trainer Dieter Entferner hat Michael Jakobs als Spezialbewachung für Rummenigge ausersehen. Augenthaler. Noch immer Augenthaler. Michael Rummenigge. Und Lerby. Sören Lerby, vor dessen starken Linksschuss die Schalker ein bisschen Angst hatten. Peter Stichler soll sich Sören Lerbys annehmen und zweiter Eckball für den FC Bayern. Da haben wir wieder Jakobs und Karl-Heinz Rummenigge. Lerby bringt die Ecke herein. Ja, der Pass von Dürrenberg auf Michael Rummenigge. Zu hart, zu weit. Keine Chance für den jungen Münchner. Schalke 04 in derselben Besetzung wie am vergangenen Sonntag mit einer einzigen Ausnahme. Der leicht verletzte Jochen Abel spielt nicht, dafür von Beginn an dabei. Volker Abramczyk, der gegen den KSC beim 3:3 ein Tor schoss, eine gute Vorstellung bot, deshalb von Beginn an berücksichtigt wurde. Bernhard Dietz, der 36-Jährige, am vergangenen Sonntag nicht ganz überzeugend. Die Abwehr so ein bisschen das Problemkind von Schalke und das frühe Tor der Bayern hat dies bestätigt. Dürrenberger, Klaus Augenthaler, um den sich jetzt keiner so konkret kümmert, wenn er nach vorn geht. Und dann die Schalter. Jetzt müssen sie das Spiel schnell machen. Ja, das ist schwer gegen so ausgefuchste Bundesliga-Profis. Der Pass von Diessen überdeutlich signalisiert, kein Problem für die Bayern. Matti Beyerlorzer. Hans Pflügler.
Die Bayern schieben sich ungehindert den Ball zu. Die Schalker müssten doch jetzt konsequenter mal einsteigen. Stichler probiert dies, der kleine Olaf Thon da drüben mit der 10. Gestern ist er 18 Jahre alt geworden. Aber richtiges Vorchecking ist das nicht. Robe mit einem Weitschuss. Kein Problem für Walter Jungmanns. 25 Jahre ist er inzwischen alt. Hat ja früher als Nachfolger von Sepp Maier beim FC Bayern im Tor gespielt. Und Foulspiel von Matti. Zweiter Eckball für Schalke 04 nach dieser gelungenen Aktion von Michael Opitz. Schalke in dieser Phase ein bisschen zu zögernd. Stört nicht früh genug, wenn der FC Bayern angreift. Thomas Kruse, Täuber. Ja, und dieser Klaus Täuber, der schießt aus allen Lagen. Er ist sicher der gefährlichste Angreifer bei Schalke 04. Vielleicht können wir das jetzt noch mal sehen, dass der FC Bayern in Ruhe aufbaut. Abramczyk, Augenthaler, Thon versucht jetzt zu stören. Aber so richtig konkret angreifen tut eigentlich keiner. Und da müsste man die Bayern ein bisschen mehr stören. Der Gegenzug. Schalke bleibt mit 4-5 Mann hinten. Damit kann man natürlich in der Offensive gegen den FC Bayern nichts machen. Zumal nach einem 0-1 Rückstand, da müssten die Schalker schon ein bisschen offensiver werden, mehr riskieren. Stichler. Der Gegenzug über Lerby. Schöner Pass auf Matti. Michael Rummenigge in der Mitte, noch immer Matti. Doppelpass mit Matti und das 2-0. Sehr schön herausgespielt von den beiden Jungen im Team des FC Bayern. Reinhold Matti, der sich von Spiel zu Spiel verbessert im Doppelpass mit Michael Rummenigge. Das 2-0, 12 Minuten sind in Gelsenkirchen gespielt. Noch einmal in der Zeitlupe diese schöne Aktion. Matti selbstbewusst, Doppelpass mit Michael Rummenigge und durch die Beine von Walter Jungmanns. Bruder Latek, der jetzt ruhiger wirkt. Mit 2-0, da lässt sich schon anständig leben in einem Halbfinalspiel im Pokal. Bin gespannt, ob Trainer Dieter Empferner auf diesen Rückstand reagiert. Die Alternativen sind nicht allzu groß auf der Schalker Bank, dies vorweg. Foul von Nachtweier an Klaus Täuber. Wer wird schießen? Täuber oder Diersen? Täuber schießt. Schipper, der großgewachsene, geht mitten in den Strafraum. Und Thomas Kruse. Der 1-2 Anschlusstreffer durch Thomas Kruse. Ich weiß nicht, ob wir ein ähnlich spannendes Spiel erleben werden wie gestern bei Gladbach gegen Werder, die Wiederholung, der Freistoß von Täuber. Dann steht Kruse völlig frei. Keine Chance für Jean-Marie Pfaff, der Anschlusstreffer. Und das ist Dieter Empferner, der 42-jährige Trainer von Schalke 04. So, und jetzt machen sich die 72.000 Zuschauer erstmals lautstark bemerkbar. Nach diesem für sie doch ziemlich schockierenden Auftakt. Matthias Schipper, Bernhard Dietz mit 36 Jahren
noch immer dabei und einer der nettesten, der angenehmsten Profis im Bundesliga-Geschäft. Kruse, schöner Flankenwechsel. Jetzt drücken sie alle mit auf. Dietz als einziger noch in der eigenen Hälfte. So muss man das machen, wenn man einen Rückstand aufholen will. Und die Flanke von Stichler. Ja, dieser Pass von Beierlautzer zu lang für Hans Plügler. Thomas Kruse geht hier kein Risiko ein. Dietz, Abramczyk, wieder Bernhard Dietz. Volker Abramczyk zu Opitz. Thomas Kruse. Ja, die Schalker verteilen jetzt ganz gut. Jetzt müsste der Ball nach vorn gehen, in die Spitze. Diersen. Ja, und Olaf Thon. Ich weiß nicht, ob das das Spiel ist, was Udo Lattek gern sehen möchte. Auf diese Art haben die Bayern in Bremen zumindest einen Punkt verschenkt, als sie nach 0:2 auf 2:2 aufholten und dann versäumten, weiter anzugreifen. Und auch gegen Schalke kann das gefährlich sein, wenn diese Mannschaft, die wird kämpfen um jeden Preis. Eine Untugend der Bayern, die Udo Lattek seinem Vorgänger Paul Czernay ankreidet und die er der Mannschaft noch nicht so richtig hat austreiben können. Vielleicht macht sich Schalke 04 dies zu nutzen. Schipper. Ja, schöner Schuss von Michael Opitz. Das ist der 21-Jährige, an dem sein Trainer seine Deckungstreue und seine Einsatzfreude schätzt. Ein wertvoller Mann für Schalke. Da kommt dieser Schuss von Opitz in der Zeitlupe. Und wieder der FC Bayern. Grobe jetzt letzter Mann, Augenthaler. Ich weiß nicht, ob Sie die Pfiffe hören können. Den Zuschauern gefällt das nicht, was der FC Bayern momentan bietet. Beierlautzer unterwegs wieder zurück. Jetzt der nächste Rückpass auf Lerby. Dann wird es wohl quer gehen zu Augenthaler. Wieder der Rückpass. Vielleicht sollten die Schalker einfach mal energischer stören. Matti. Ja, er versucht es alleine. Reinhold Matti, der, wie gesagt, sehr viel selbstbewusster geworden ist nach seinen letzten guten Spielen. Der beim FC Bayern die Lücke schließen soll, die Karl-Heinz Rummenigge mit seinem Wechsel nach Italien hinterlässt. Hier ist ein Pass auf Olaf Thon. Schön macht er das. Und der Ausgleich. Sehr schöner Pass von Diersen und noch schöner, wie der junge Olaf Thon in der 19. Minute den Ausgleich erzielt.
wunderbar butterweich nimmt er diesen Ball an, überlistet die Bayern-Abwehr und lässt auch Torwart Jean-Marie Pfaff keine Chance. Noch einmal der Pass. Augenthaler und dann Thon, keine Chance für Jean-Marie Pfaff. Gestern ist dieser Olaf Thon 18 Jahre alt geworden. 14 Tore hat in der Bundesliga bereits für Schalke erzielt. Und wenn er auf dem Teppich bleibt, das sagen viele, die ihn besser kennen als ich, als Sie, dann hat er die Chance, endlich mal wieder ein Großer zu werden. Ein Schalker Eigengewächs. Der Ausgleich also durch Olaf Thon und Michael Rummenigge. Das 3:2. Bruder Lattek, wir unterhielten uns vor dem Spiel und er sagte, ein solches Pokalspiel wie gestern hat er noch nie gesehen. Vielleicht wird er heute an sein eigenes denken. Michael Rummenigge, 3:2. Bernd Diersen, Michael Rummenigge, Karl-Heinz, korrekte Abwehr von Michael Jakobs und Dieter Entferner. Man sieht ihn die Anspannung an 0:2 zurückgelegen, und dann 2:2 ausgeglichen und prompt danach die kalte Dusche. Lerby, der heute sehr häufig auf rechts ausweicht, der Mann mit dem starken linken Fuß. Bayer Lorzer, ja, Foulspiel von Thon. Pfeift da Schiedsrichter Wiesel. Wobei man sich kaum vorstellen kann, dass der kleine Olaf Thon einen so langen Kerl wie Bayer Lorzer von den Beinen holen kann. Er hat es aber offensichtlich getan. Freistoß FC Bayern, Karl-Heinz Rummenigge, Lerby, Nachtwey wird den Ball wohl stoppen und Lerby schießen. Schöner Flachschuss von Sören Lerby und gute Parade von Walter Jungens. Diese Freistoßvariante haben sich die Fußballspieler bei den Hockeyspielern abgeschaut. Kruse, Bernhard Dietz, der heute noch kein Risiko eingegangen ist, hinten bleibt. Wieder Dietz. Thomas Kruse sehr offensiv auf dem rechten Flügel, aber sauber gebremst vom Flügel. Rummenigge gegen Jakobs. Klaus Augenthaler. Ja, mit der Brechstange probiert er es. Aber Bernd Diesen stand dazwischen. Ball im Aus. Der FC Bayern ein bisschen nervös, jetzt nachdem Schalke doch sehr viel besser ins Spiel gekommen ist. Und Einwurf für die Gastgeber. Diersen. Noch immer Täuber, der sich weit zurückhängen lässt, sich die Bälle von hinten holt. Täuber und Augenthaler dazwischen. Der Gegenzug 4:4. Wenn die Bayern jetzt gehen würden,
Nachtwey. Aber jetzt ist es zu spät. Schalke ist aufgerückt. Das war eine gute Möglichkeit. 4 gegen 4. Norbert Nachtwey verschändelte diese Chance. Nachtwey. Abgefälscht von Dietz und Ecke für den FC Bayern. Reinhold Matti und der erneut Eckball. Karl-Heinz Rummenigge wird wohl auch diesen zweiten Eckstoß ausführen. Michael Jakobs diesmal bei dem kleineren Rummenigge, bei Michael, der sich jetzt gelöst hat. Rummenigge gegen Stichler und Eckball Nummer 3 hintereinander. Rummenigge. Abstoß, der Ball hatte bei der Flanke die Seitenauslinie überschritten. Und nun der FC Schalke. Technisch den Bayern sicher unterlegen, aber was man mit Kampf alles machen kann, das haben die ersten 20 Minuten gezeigt. 20 Minuten mit 5 Toren, ein Pokalspiel, ein Verlauf, wie man ihn sich sicher nicht erwarten konnte. Thomas Kruse, Foul von Ton. An Bayer Lorze. Freistoß direkt ausgeführt. Lerby verliert den Ball. Wiersen im Foulspiel. Das gibt die erste gelbe Karte in dieser Begegnung. Die erste für Sören Lerby. Damit hat er Glück, die Wiederholung, denn er ist in dieser laufenden Pokalserie noch nicht verwarnt. Im Gegensatz zu 6 anderen Mannschaftskameraden. Bei Schalke sind es 5. Die bereits eine gelbe Karte im Pokalwettbewerb erhalten haben. Freistoß durch Diersen. Ja, die Bayern geht sehr massiert in der Abwehr. Ich glaube, die beiden Gegentore haben ihn doch einen leichten Schock versetzt. Das hätten sie nicht erwartet. So gut, so konsequent hatten sie Schalke nicht vorgestellt. Jetzt also wohl kein Risiko mehr in der Bayern-Abwehr. Denn allen Toren ging grober Abwehrschnitzer voraus. Und Foulspiel von Bayer Lorza. An Olaf Thon. Die beiden behakeln sich da ganz ordentlich. Ich denke, dass der Schiedsrichter demnächst beide mal ermahnen wird. Und Freistoß für Schalke 04. In der Spitze Abramczyk, in der Spitze der lange Stichler. Schipper rückt auf. Hier ist ein schöner Heber, aber Augenthaler hat aufgepasst. Matti. Michael Opitz gewinnt dieses Duell. Schalke gefällt mir jetzt sehr viel besser in den Zweikämpfen. Und dagegen zu. Matti, Rummenigge, rechts läuft Michael mit noch immer Matti. Dürrenberger. Und abseits zeigt der Linienrichter an. Schiedsrichter lässt weiterspielen. Da weist seinen Kollegen darauf hin, dass dort noch 2 Schalker standen. Und Weitschuss Lerby. Korrekte Entscheidung des Schiedsrichters, auf die Zeichen seines Linienrichters nicht zu reagieren. Da standen deutlich noch 2 Schalker Spieler hinter den Bayern. Missverständnis zwischen Abramczyk und Kruse. Und das wird wohl zumindest eine Ermahnung geben. Schiedsrichter Wiesel macht bisher einen guten Eindruck.
Bayerlorzer. Ja, und den Pass, den konnte Pflügler nicht kriegen. Dieses Abspiel, das ungenau getimt war, zu hart gespielt war. Und Schalke über Diersen, der sehr häufig am Ball ist. Die suchen ihn als Anspielstation. Wieder Diersen. Täuber gegen Nachtwey. Michael Jakobs. Schalker müssen das Spiel jetzt ein bisschen in die Breite ziehen, weil es in der Mitte zu eng wird. Täuber. Korrekte Abwehr. Korrekte Abwehr von Klaus Augenthaler. Deutlich zu erkennen. Auch keine Proteste der Schalker. Da ist Klaus Augenthaler schon wieder, der sich sehr oft in den Angriff mit einschaltet, nach vorn geht. Larbi, schlechter Pass, da sollte Karl-Heinz Rummenigge erreichen, die Schalker nun dazwischen und Täuber. Ton in der Mitte, ja, viele Hunde sind des Hasen tot, zwei Schalker gegen acht Bayern. Michael Rummenigge, sehr schön hat er sich da freigestohlen. Ein schöner Seitfallrückzieher. Aber gut einen Meter zu hoch und am Tor vorbei. Wolfgang Grobe, Larbi, der sich sehr weit zurückhängen lässt momentan. Augenthaler sucht einen Anspielpartner, deutet das auch an. Die Bayern müssten sich jetzt ein bisschen mehr anbieten. Das Spiel ohne Ball nicht überzeugend und Schalke energisch dazwischen. Kruse, der mir gut gefällt. Abramczyk, Schiedsrichter lässt das Spiel weiterlaufen. Noch immer klug den Vorteil gesehen, auch wenn der Einsatz hart war. Und dann Klaus Augenthaler. Ein bisschen diesig. Es hat hier kurz vor dem Spiel genieselt. Nieselt immer noch ein wenig, glaube ich, soweit ich das erkennen kann von hier. Sie sehen es auch an den Regenschirmen. Also nicht die idealen Bedingungen, wie wir sie gestern Abend hatten. Bei Gladbach gegen Werder Bremen. Aber immerhin noch sehr ordentliche Bedingungen. Also am Wetter, am Platz kann es nicht gelegen haben. Dies darf keine Ausrede sein für eine der beiden Mannschaften. Jakobs, Michael Rummenigge. Ja, und Foulspiel, pfeift da der Schiedsrichter. Foul von Pflügler. Anstichler und Freistoß. Den Thomas Kruse wohl ausführen wird. Diersen bietet sich mit an, Täuber steht dabei. Vielleicht stiehlt sich Kruse da rechts an der Mauer vorbei. Da kann man ihn sehen, rechts mit der Nummer 2. Auf diese Art und Weise hat Karl-Heinz Förster in München ein Tor gemacht. Und Täuber. Die Schalker werden gefährlicher im Angriff. Noch einmal Täuber und Abseits. Ton stand im Abseits, ich glaube, Abramczyk auch noch. Der Regen wird jetzt dichter. Vorhin war es nur ein bisschen Nieselregen. Jetzt regnet es doch sehr zünftig hier in Schalke. Und Abstoß von Jean-Marie Pfaff.
Bernhard Dietz in diesem Pass von Weyerlauter hinein. Baut mit auf Ton. Wieder Dietz. Zum ersten Mal deutlich in der Hälfte des FC Bayern. Und jetzt tritt er den Rückweg an. Täuber. Dietz mit vorbildlichem Einsatz. Sauberes Tackling von ihm. Täuber. Jean-Marie Pfaff. Und jetzt hat er den Ball. Eine gefährliche Situation nach einem Missverständnis in der Bayern-Abwehr. Und Diersen wäre da bald noch zum Schuss gekommen. Dietz, die Flanke nach innen. Dabei hindern sich Bayer-Lorzer und Pfaff gegenseitig. Und dann doch noch Glück für die Münchner. Karl-Heinz Rummenigge. Ja, die Attacke war nicht ganz sauber. Nein, er hat versucht, den Ball zu spielen, hat ihn aber nicht getroffen. Thomas Kruse, er protestiert auch gar nicht. Zuschauer, zumal Anhänger von Schalke, dürfen das sicher gelegentlich ein bisschen anders sehen. Die Realität aber war, dass Rummenigge unfair vom Ball getrennt wurde. Der Schiedsrichter macht das sehr souverän, ohne große theatralische Gesten bisher. Aber das Spiel war wohl auch relativ einfach zu führen. Also Freistoß, die Entfernung zum Tor, 22 Meter circa. Da stehen 3-4 Bayern. Rummenigge, da wird Grobe wohl stoppen und Augenthaler schießen. Klaus Augenthaler in der Mauer hängen geblieben und dann Befreiungsschlag. Ballverlust von Nachtwey und der Gegentor. Jetzt müssten sie schneller nach vorn kommen. Abramczyk. Gutes Stellungsspiel von Augenthaler. Diersen. Dürrenberger gegen ihn. Einwurf durch Thomas Kruse und Foul von Bernd Dürrenberger. Der reklamiert, er sei am Trikot festgehalten worden. Aber keine Diskussion, das war ein klares Foul von Dürrenberger gegen Volker Abramczyk. Dürrenberger muss vorsichtig sein, er hat also bereits eine gelbe Karte im laufenden Pokal. Ton, sehr schön angenommen. Wunderbar, wie Ton diesen Ball annimmt, direkt schießt. Er gefällt mir ganz hervorragend, der kleine Olaf Thon, technisch sehr stark, mit einem guten Blick für die Situation. Da stoppt er den Ball, zieht sofort ab. Und wenn er besser gezielt hätte, dann wäre Jean-Marie Pfaff wohl ohne Chance gewesen. Aufmunternder Applaus der 72.000 für den Torwart, den sie nicht immer gemocht haben. Inzwischen aber ist Walter Junghans im Herauslaufen wohl besser geworden. Es fehlt jetzt so ein bisschen die große Offensive von Schalke, damit Stimmung aufkommt, damit das Spiel wieder offener wird. Man müsste den direkteren Weg zum Tor suchen. Stichler könnte das jetzt tun. Jakobs. Und Foul von Lerby. Der Einsatz der Bayern wird jetzt zusehends härter. Lerby von hinten in die Beine hinein. Diese Art von Fouls sind besonders unangenehm, weil der getroffene Spieler keine Chance hat zu reagieren. Er sieht den Gegner nicht kommen. Und Freistoß durch Täuber. Und
glaube, Grobe hat diesen Ball zur dritten Ecke für Schalke 04 abgelenkt. Der FC Schalke jetzt mit leichten Spielvorteilen in dieser Phase. So circa 5 Minuten vor der Pause. Aber noch immer führt Bayern mit 3:2 und Schalke muss den Anschlusstreffer erzielen, muss den Ausgleich erzielen. Täuber und Reinhold Matti da hinten aushelfen. Einwurf Kruse. Verlängert von Täuber. Und Dürrenberger. Ja, die Bayern-Abwehr jetzt doch ordentlich unter Druck. Giersen. Na, und das sehen die Zuschauer nicht gern, wenn die eigene Mannschaft auf Sicherheit spielt, zurückspielt. Ton gegen Bayer Lorze und der kleine Ton. Sieger in diesem Kopfballduell. Robust im Stellungsspieler, setzt sich da ganz gut durch gegen Bayer Lorze. Und der Gegenzug über Reinhold Matti. Dürrenberger. Michael Rummenigge. Nachtwey. Ja. Gefährlicher Kopfball war das von Hans Pflüger. Der Ball schien in der Luft zu stehen nach dieser Flanke von Norbert Nachtwey. Der kam langsamer als Jungmanns erwartet hatte und deshalb musste er erst im letzten Augenblick reagieren. Gefährlich, der Schalker Täuber gegen Bayer Lorze und an die Latte. An die Latte. Der FC Bayern hat jetzt in dieser Schlussphase der ersten Halbzeit ein bisschen Glück. Schöne Aktion von Ton vorhin, diesmal der Lattenschuss von Täuber. Es hätte gut und gern jetzt 3-2 stehen können und der FC Bayern hätte keinen Grund gehabt, sich zu beklagen. Schalke gefällt mir jetzt wesentlich besser. Die Mannschaft wirkt aggressiver, sucht den direkten Weg zum Tor. 3 Minuten ungefähr noch zu spielen. Klaus Augenthaler, Bayer Lorze. Dürrenberger übernimmt. Dürrenberger. Zu Augenthaler. Die Bayern müssen neu aufbauen. In der Spitze niemand frei. Matti geht jetzt nach außen, aber zu durchsichtig diese Aktion und der Gegenzug gescheitert. Abramczyk. Volker Abramczyk. Thomas Kruse. Täuber am linken Flügel. Schön, wie er sich zurückzieht. Immer anspielbar ist. Gefällt mir sehr gut. Anderthalb Minuten bleiben Schalke jetzt noch aus dem 2:3 unentschieden zu machen bis zur Pause. Olaf Thon. Schön, wie er sich dann durchsetzt. An der gesamten Abwehr vorbei. Aber dann steht in der Mitte niemand. Auch der junge Ton gefällt mir sehr gut. Nach anfänglichem Respekt vor den Bayern immer selbstbewusster. Technisch sehr stark. Mit gutem Auge für die Situation. Und da verpassen gleich 2 Schalke.
In der Tabellenzweite der Bundesliga gegen den Tabellenzweiten der zweiten Liga nach 12 Minuten so klar mit 2:0 führt, wie dies der FC Bayern getan hat, dann hätte man dies sogar für eine Vorentscheidung halten dürfen. Inzwischen also nur noch 2:3 für den Favoriten aus München. Und der FC Schalke gefällt mir immer besser, kommt besser ins Spiel. Und ich glaube nicht, dass hier das letzte Wort bereits gesprochen ist. Diese Begegnung bleibt offen, zumindest für die nächsten 15, 20 Minuten. Denn Schalke wirkt auch kräftemäßig noch sehr stark. Die Mannschaft hat ja oft in Zweitligaspielen abgebaut. Momentan aber wirkt sie sehr stark, auch sehr clever in solchen Situationen, wenn sie die Abseitsfalle stellt und der FC Bayern tappt hinein. 45 Minuten sind gespielt. Schiedsrichter Wiesel schaut auf die Uhr, er wird jede Sekunde abpfeifen. Und das, was wir hier gesehen haben, hat uns gut gefallen, muss ich sagen. Ein sehr abwechslungsreiches, ein spannendes Spiel mit einem Foul an Nachtwey. Ich glaube, der Schiedsrichter lässt diesen Freistoß gar nicht mehr ausführen. Also 2:3 zur Pause, Schalke gegen den FC Bayern und wir freuen uns auf die zweiten 45 Minuten. Anstoß zur zweiten Halbzeit durch Schalke 04. Beide Trainer vertrauen den 11 Spielern jeweils, die die ersten 45 Minuten bestritten haben. Wer also wird der Endspielgegner von Borussia Mönchengladbach? Der Favorit, der FC Bayern, der mit 3:2 führt, oder die Zweitligamannschaft aus Gelsenkirchen? 10.000 Mark Prämie pro Kopf erhalten die Schalker für den Einzug ins Finale. Die Bayern machen es da doch sehr viel preiswerter, 5.000 Mark. Aber immerhin 5.000 Mark Prämie, das ist schon ein ganz stolzer Batzen. Bayer Lorzer. Ja, jetzt greift keiner an. Dietz. Jakobs vor Rummenigge. Ja. Saubere Attacke von Karl-Heinz Rummenigge. Bayer Lorzer. Und schlechte Flanke. Olaf Thon. Täuber gegen Nachtwey. Wieder Thon. Ja, und da hätte er auch nach rechts spielen können. Kruse war da mitgegangen und der Gegenzug über Reinhold Matti. Das sind diese Fouls, von denen ich auch in der ersten Halbzeit schon einmal sprach. Wenn der Stürmer von hinten angegangen wird, keine Chance hat zu reagieren, weil er den Mann nicht kommen sieht. Und diese Schläge in die Füße, die tun sehr weh, sind gefährlich. Und Freistoß für den FC Bayern, den Karl-Heinz Rummenigge ausführen wird. Junghans dirigiert die Abwehr, aber niemand in der Mitte. Grobe, Lerby. Und sehr geschickt die Abseitsfalle des FC Bayern. Opitz. Noch immer Opitz gegen Augenthaler. Ein verunglückter Torschuss. Man sieht, der Platz ist jetzt sehr viel rutschiger. Der Regen ist stärker geworden. Lerby auf Reinhold Matti und Bernhard Dietz. Schwer zu kontrollieren, der Ball auf dem rutschigen Rasen. Da wird Opitz behandelt. Schipper. Ja, und da ist niemand auf der Außenposition. Volker Abramczyk setzt nach. Dürrenberger. Grobe. Wieder Bernd Dürrenberger. Rummenigge, Dürrenberger.
guter, korrekter Einsatz von Bernhard Dietz. Täuber. Giersen auf dem rechten Flügel. Die Schalker müssen das jetzt ein bisschen schneller machen. Und in der Mitte Olaf Thon. Und Augenthaler, der am Ball vorbeischlägt. Thon. Ja, und da war der kleine Thon wohl doch ein bisschen überfordert gegen diesen Routinier Jean-Marie Pfaff. Da hier noch einmal andeutet mit einer Geste. Das war kein Foul. Auch Thon hatte wohl nicht den richtigen Stand auf diesem inzwischen doch sehr rutschigen Rasen. Lerby. Täuber. Und der schnelle Gegenzug. Sören Lerby. Bernhard Dietz, die Feuerwehr, der überall zu finden ist, der sich immer auf den freien gegnerischen Mann konzentriert. Und der macht das sehr gut, der 36-Jährige. Ja, und schlägt der Pass von Klaus Augenthaler. Das ist nicht allein auf den Ball und auf den rutschigen Rasen zurückzuführen. Das sind sicher Konzentrations- und technische Mängel. Und der FC Schalke über Bernd Giersen. Ja, und Weitschüsse sind kein schlechtes Rezept. Schipper hat das hier probiert. Opitz auf Kruse. Abramczyk, der hier von Wolfgang Grobe gefoult wird. Volker Abramczyk, der in seinen Bewegungen doch sehr stark seinem Bruder ähnelt. Rüdiger Abramczyk, der bei dem ersten FC Nürnberg unter Vertrag steht. Und Thon. Auch der Heber gut gemacht. Technisch sehr stark, Olaf Thon. Momentan allerdings das Spiel ein bisschen zerfahren. Wenig Fluss auf beiden Seiten. Dieter Empferner, der Anweisung gibt, der versucht, das Schalker Spiel zu ordnen. Und der FC Bayern. Verunglückte Rückgabe und Bayern im Ballbesitz. Nachtwey, der kann gefährlich schießen. Nur momentan, da tut das nicht. Neun Minuten sind in dieser zweiten Halbzeit gespielt. Beide Mannschaften versuchen weiterhin ihren Rhythmus zu finden. Die Klasse, die Dramatik der ersten Halbzeit momentan nicht vorhanden. Wir hoffen, dass das besser wird.
Der FC Bayern mit seinem Sicherheitsspiel und Schalke mit dem Versuch, den Ausgleich zu erzielen, gelegentlich zu überhastet. Der nächste Versuch also über Klaus Teuber. Opitz. Abseits von Olaf Thon. Angezeigt vom Linienrichter. Und sofort erkannt von Schiedsrichter Wiesel. Norbert Nachtwey, 21 Spieler in der Hälfte von Schalke 04. Karl-Heinz Rummenigge. Nachtwey, sehr schöner Schuss an den Außenposten. An den Pfosten. Den Ball mit Außenriss geschossen. Entfernung gut und gern 25 Meter. Norbert Nachtwey, der links und rechts gleichstark schießt. Diesmal, wir sehen es mit dem Außenspann. Sehr schön angeschnitten der Ball. Und an den Außenposten. Erster Höhepunkt der zweiten Halbzeit. Kleine Rangelei da zwischen Matti und Teuber, der am linken Fuß getroffen wurde. Und gelbe Karte. Reinhold Matti, und sollte der FC Bayern das Endspiel erreichen, dann wird Matti fehlen. Bereits einmal verwarnt im laufenden Pokal und dies also für ihn die zweite gelbe Karte. Damit muss Reinhold Matti im Endspiel zuschauen. Schönes Direktspielton, da hätte er den Ball vielleicht. Oh! Gefährliche Rückgabe von Bayer Lorzer. Das, was dort passiert ist im Strafraum, das war sicher keine Absicht. Stichler versuchte diese missglückte Rückgabe zu erreichen. Da müssen sich die Bayern vielleicht auch ein bisschen selbst an die eigene Nase fassen. Ton. Dann Bayer Lorzer mit dieser schwachen Rückgabe. Und Stichler, der hineingrätscht und dann natürlich nicht mehr bremsen kann. Das kann man ihm nicht zum Vorwurf machen. Der Rasen sehr rutschig. Ich glaube, auf der Gegenseite, da hätten die Bayern nicht mehr gebremst. Wir haben ähnliche Situationen beim FC Bayern in Bundesligaspielen in Erinnerung. Natürlich keine Absicht, aber bedauerlich, dass Jean-Marie Pfaff hier verletzt wurde. Dr. Müller-Wohlfahrt links bei ihm, der Mannschaftsarzt des FC Bayern. Am Oberschenkel getroffen, links. Aber, und das scheint mir wohl sicher, Pfaff wird weiterspielen. Gelbe Karte. Gegen Diersen. Gegen Stichler. Pardon. Und Udo Lattek. Ich weiß nicht, ich glaube, Stichler Absicht zu unterstellen, geht mir einen Schritt zu weit. Das war Einsatz im Kampf um den Ball. Rummenigge gegen Jakobs, das Dauerduell. Wieder Karl-Heinz Rummenigge, der sich häufig weit zurückfallen lässt. Flügler war das. Eine sehr scharfe Flanke, die Flügler nicht mehr unter Kontrolle bringen konnte. Nur ablenken und keine Gefahr für Jungmanns. Die 60. Minute läuft.
Wir sehen Reinhold Matti, der am rechten Knie behandelt werden muss. Gleichzeitig macht sie auch unten der Schalker Klute Simon warm. Ein Offensivmann. Ich bin gespannt, wen der Trainer Dieter Entferner aus der Mannschaft bei Schalke nehmen wird. Denn Schalke muss jetzt offensiver werden, da gut eine Stunde gespielt sind. Und der FC Bayern, da haben wir Klute Simon. Der FC Bayern spielt den Ball ins Aus. Hilflos momentan, so wirkt das Spiel der Bayern. Matti, so signalisiert der Schiedsrichter, darf wieder auf den Platz und Schalke. Kruse. Täuber. Schipper. Und wer ist da? Olaf Thun. Olaf Thun mit seinem zweiten Treffer in diesem Spiel. Die 61. Minute. Schalke wirft hier gleich aus. Die Sensation. Für mich zumindest ist perfekt. Noch einmal der Pass von Täuber auf Schipper. Die Flanke nach innen, der kleinste Mann erreicht diesen Kopfball. Erneut katastrophaler Abwehrfehler beim FC Bayern. Und das Pokalspiel Schalke 04 gegen den Gast aus München ist wieder offen. Der Spielverlauf sensationell. Augenthaler. Jetzt müssen die Bayern kommen. Sören Lerby. Zweimal lag Schalke hinten, zweimal konnten sie den Rückstand wieder aufholen. Kein Abseits von Rummenigge. Und Dieter Entferner ganz links. Der Schalker Trainer, ähnliche Bilder wie gestern Abend bei Jupp Heynckes und Otto Rehagel. Man merkt den Trainern die Spannung an. Vier Runden lang haben sie Pokalspiele überstanden, dann in einem Spiel. Da kann alles aus sein. Das ist eine unglaubliche Nervenbelastung. Auch wenn die viel Geld verdienen, tauschen möchte ich nicht immer mit ihnen. Abramczyk. Thun geht wieder mit, links Täuber. 3-4. Noch immer Täuber. Und Bertram Beierlorzer rennt im letzten Augenblick. Und Udo Lattek scheint die Welt nicht mehr zu verstehen. Vierter Eckball für Schalke. Sicher geglaubtes Spiel für die Bayern. Udo Lattek wird in der Halbzeit noch einmal deutlich gemacht haben, dass man diese Zweitligamannschaft nicht mehr unterschätzen darf. Und dennoch erneut solche katastrophalen Abwehrfehler bei Bayern. Bernhard Dietz. Schipper. Matthias Schipper, 3-4 Meter am Tor vorbei. Jakobs auf Kruse, Wiersen. Die Bayern schauen da doch ziemlich tatenlos zu. Wenn man englische Mannschaften im Pokal gesehen hat, dann weiß man, dass solche ungestörten Ballannahmen dort undenkbar sind. Und die Verlagerung auf die Mitte. Opitz. Matti, da geht keiner mal richtig zum Ball. Die Bayern tauchen dort für ihren Schalker Gegenspielern auf, aber direkt attackieren tun sie nicht. Olaf Thun wieder frei. Der Beierlorzer steht immer 3-4 Meter von Thun weg. Und wie gefährlich dieser kleine Olaf Thun sein kann, das muss Beierlorzer längst gemerkt haben. Eckball Nummer 5 für Schalke.
und deutliche Überlegenheit zu diesem Zeitpunkt für die Zweitligamannschaft. Eckball Täuber. Weit nach außen gezogen auf Dietz. Foul von Dietz gegen Karl-Heinz Rummenigge entscheidet der Schiedsrichter. Der Münchner Kapitän wird sich dieses Spiel sicher auch anders vorgestellt haben. Klaus Augenthaler, nach vorn heißt dieses Zeichen. Nach vorn, wo sind die Anspielstationen, die Spitzen? Und er verliert den Ball, im Zweikampf Schalker immer stärker, Stören energisch. Dürrenberger gleich zwei Mann bei ihm. Und die Schalker im Gegenzug. Täuber, Linkston, viel Raum lässt die Bayerleute erneut. Ja, da hat Bayerlorzer mit allen Tricks und Ösen gekämpft. Den Körper, die Arme eingesetzt, so ganz hasenrein war das nicht, aber sicher kein elfmeterreifer Einsatz. Die beiden Rummeniges und Matti in der Spitze. Michael Rummenigge völlig frei. Aber abseits, abseits. Die Schalke haben Glück mit ihrer Abseitsfalle. Sie haben Glück. Olaf Thon sehen wir da rechts ins Bild kommen, der gerade behandelt wurde. Am linken Oberschenkel auch eher leicht angeschlagen. Vielleicht die Spuren seines Zweikampfs mit Bayer Lorzer. Ein Wurf für Schalke 04. Diersen, sehr schön, wie er sich da durchsetzt auf Ton. Schön gesehen, Stichler am linken Flügel frei. Schalke macht das sehr geschickt. Immer wieder bietet sich irgendwo im Raum ein freistehender Spieler an. Und der Gegenzug über Michael Rummenigge. Grobe, links Dürrenberger. Michael Rummenigge, Karl-Heinz. Ja, und da zieht er den Ball zu weit nach innen. Eine recht ordentliche Chance für den Münchner Kapitän. Die Schalker wollen jetzt alles. Olaf Thon, Bernhard Dietz in der Spitze. Dietz so weit nach vorne orientiert, wie wir dies bisher nicht gesehen haben. Und dann dieser Ballverlust durch Diersen und der Gegenzug. Matti, Michael Rummenigge übernimmt. Flügler geht links mit. Aber die Außenpositionen sind nach wie vor nicht besetzt. Alles massiert in der Mitte. Matti. Und Walter Jungmanns. Weiterspielen, signalisiert der Schiedsrichter nach diesem Zweikampf zwischen Rummenigge und Walter Jungmanns.
Ja, riskanter Pass von Augenthaler. Dürrenberger kann schießen aus der Distanz. Knapp 70 Minuten sind jetzt gespielt und der Bayern-Angriff rollt. Über Rummenigge, über Matti. Keine Resultatsveränderung. Sören Lerby. Und Michael Rummenigge mit regelwidrigem Einsatz gegen Matthias Schipper. Wenn es so bliebe bei diesem Ergebnis, dann gäbe es wie gestern eine Verlängerung. 2x15 Minuten und bei Schalke 04, da deutet sich die erste Auswechslung an. Hubert Klute-Simon wird hereinkommen mit der Nummer 13. Täuber, Abramczyk. Abramczyk und Tor durch Stichler, den Mann mit der Nummer 8. Erneut ein Kopfballtor und erneut gegen diesen Schalker Treffer ein grober Schnitzer der FC Bayern Abwehrkopf. Niemand bei ihm, keine Chance für Jean-Marie Pfaff. 72 Minuten sind gespielt und die Sensation in Schalke scheint perfekt. Die Woche der Wahrheit, hatte Udo Lattek gesagt. Da können 9 Monate Arbeit hinfällig werden. Man kann das Endspiel im Pokal verlieren und am Samstag dann geht's gegen den Hamburger SV nach Hamburg. Da kann der FC Bayern innerhalb von 4 Tagen alles verspielen. Es geht Volker Abramczyk mit der Nummer 9 und für ihn kommt in der 73. Minute Klute-Simon. Die Sensation ist perfekt. 4:3 führt Schalke nach einem fast aussichtslosen frühen Rückstand mit 0:2. Zweimal holten die Schalke auf und gehen jetzt sogar in Führung. Karl-Heinz Rummenigge und Walter Jungmann, von dem man sagt, er habe sich im Herauslaufen verbessert, bisher in diesem Spiel ohne Schwächen. Dieter Hoeneß macht sich warm beim FC Bayern. Udo Lattek muss reagieren. Dieter Hoeneß, von dem zu lesen war, dass ihm sein Verein am vergangenen Donnerstag eine Kündigung geschickt hat, nachdem sich die Vertragsverhandlungen sehr lange hinschleppten. Man wollte den langen Mittelstürmer nicht mehr halten, war zu lesen. Beide Seiten, der Verein und Dieter Hoeneß, haben sich darauf geeinigt, Stillschweigen zu bewahren gegenüber den Medien. Es wird also in dieser Woche mit Sicherheit neue, konkrete Gespräche geben. Bayerlorzer, Rummenigge und Walter Jungmann. Grobe, na, kein Problem für ihn. Aber gut, dass Diers ihn nachsetzte. Das zeigt, wie bissig, wie aggressiv Schalke jetzt ist. Und der FC Bayern, der muss sich einiges einfallen lassen. Dietz auf den kleinen Olaf Thon, der weit mit zurückhängt, der überall hilft und der mir ganz ausgezeichnet gefällt.
Nachtwey. Klaus Augenthaler. Und hier um mich herum, da höre ich die Rufe, nicht flanken lassen. Denn die Schalker haben Angst, diesen Vorsprung noch einmal zu verspielen. Ecke für den FC Bayern, Eckball Nummer 4. Auch das Eckballverhältnis also ziemlich ausgeglichen, ganz anders als gestern zwischen Gladbach und Bayern. Gladbach und Werder, pardon. Lerby und der Neutwalter Junge. Bernd Diersen, der jetzt einen Augenblick warten muss. Dann links Knute Simon, der neue Mann. Ach, schöner Pass nach innen. Aber da spielt der rutschige Boden halt mit. Noch immer Schalke im Ballbesitz. Stichler muss da jetzt aus dem Abseits heraus. Zuschauer singen hier im Gelsenkirchener Parkstadion. Immer wieder Schalke 04 und Stichler war das. Der Mann, der das 4:3 erzielte. Und der FC Bayern wechselt aus. Für Bernd Dürrenberger kommt als zusätzliche Spitze Dieter Hönes. Da geht Bernd Dürrenberger raus. Der sicher nicht der Schwächste war in der Bayern-Abwehr. Und der Trainer der Schalker, Dieter Empferner, der läuft hier am Spielfeld ran, drum wie der Waldhofer Klaus Schlappner in seinen besten Zeiten. Die Nervenbelastung ist ungeheuer für beide Mannschaften, für die Trainer. Und wer selbst Fußball spielt, der weiß, dass in einer solchen Situation dann nicht mehr an Prämien gedacht wird. Da geht es zunächst mal um den Sieg und dann um die Prämie. Haben wir Dieter Empferner, der seinen Assistenten auf den Weg schickt, um ein paar Instruktionen vom Spielfeldrand an die Mannschaft zu geben und eine verunglückte Rückgabe von Diersen, die zum 5. Eckball für den FC Bayern führt. Ja, der Trainer bleibt an seinem angestammten Platz. Der Assistent hinter das Tor, um seine Anweisungen weiterzugeben. Und Eckball. Junghans gute Faustabwehr, das gibt ihm Sicherheit. Probe und Klute Simon. Und Einwurf. Korrektes Tackling. Linienrichter zeigt es an, der Schiedsrichter zeigt es an. Hubert Klute Simon, der von Alemannia Aachen zu Schalke kam. Und Einwurf. Robe auf Bayer Lorzer. Matti. Und sehr schön, wie Schalke da jetzt energisch, konsequent stört. Opitz und Thon. Das erste Mal, dass hier in Gelsenkirchen ein Rückpass bejubelt wird, aber immerhin, man führt ja jetzt mit 4:3. Sören Lerby, Michael Rummenigge und das 4:4. Tja, ich weiß nicht, was man dazu sagen soll. Ich weiß nicht, ob die Bayern damit gerechnet haben, die Schalker wohl mit Sicherheit nicht. Michael Rummenigge,
Sein zweites Tor in dieser Begegnung. 79 Minuten sind gespielt. Die Verlängerung droht. Es gibt so einen abgedroschenen Satz, den man sich gar nicht mehr in den Mund zu nehmen traut. Der heißt, das ist Pokal. Aber tatsächlich, hier stimmt es genauso wie gestern übrigens. Udo Lattek noch immer nicht sehr zuversichtlich, aber zuversichtlicher als vorhin. Das Minenspiel beider Trainer spricht Bände. Täuber, Lute Simon im Abseits, die Schalker müssen warten und der FC Bayern dazwischen. Knapp 10 Minuten noch bis zum Ende der regulären Spielzeit. Bayern kommt über Matti, der sich den Ball zu weit vorlegt. Diersen gegen Robe. Noch immer Diersen. Kruse schlägt da über den Ball und dagegen zu. Michael Rummenigge. Matti geht mit Karl-Heinz Rummenigge nach rechts. Da greift keiner an. Michael Rummenigge macht es allein. Ja, der große Bruder guckt rechts ein bisschen sauer. Denn er war anspielbar, hatte sich rechts gut freigelaufen. Die Parallelen zu gestern Abend sind deutlich. Zum dramatischen Spiel zwischen Gladbach und Werder und heute fast genau derselbe Spielverlauf. 8 Tore bisher und knapp 8 Minuten sind noch zu spielen. Schalke im Angriff über Ton. Lute Simon. Für den ist natürlich schwer, es sich jetzt hier in die Mannschaft einzufinden, die gut zusammengespielt hat, gut zusammengekämpft hat. Und Trainer Ferner versucht, ihm ein paar Hilfen zu geben, damit er nicht wie ein Fremdkörper in der Mannschaft wirkt. Reinhold Matti. Olaf Thon. Schön, Matti alleine. Und Dieter Hoeneß. Warum schießt er jetzt nicht? Jetzt hätte er schießen müssen. Ja, da zögert er zu lange. Gute Möglichkeit für den FC Bayern. Foulspiel von Matti, aber unbeabsichtigt aus der Situation im Kampf um den Ball heraus entstanden. Stichler wurde da getroffen und Freistoß für Schalke. Michael Jakobs. Olaf Thon verliert diesen Ball und der Gegenzug über Karl-Heinz Rummenigge. Auch ihm macht der seifige Boden Probleme. Täuber. Man müsste jetzt ein bisschen verzögern, denn er ist mit Thon allein in der Spitze. Ja, das hat keinen Zweck, Klaus Täuber. Das hat keinen Zweck. Da muss man dann ein bisschen die Übersicht bewahren, schauen, wo die Mannschaftskameraden sind. H.
Hans Plügler. Junghans vor Rummenigge, der ihn, glaube ich, im Rücken oder in der Seite erwischt hat. Da werden natürlich Erinnerungen wach an den Zusammenprall zwischen Rummenigge und dem VfB-Torwart Rohleder. Aber ich glaube, das hier, das war keine Absicht. Ich habe das ziemlich deutlich gesehen. Beide steigen nach dem Ball. Bei Rohleder sah die Szene schon ein bisschen anders aus. Karl-Heinz Rummenigge entschuldigt sich sofort. Und er ist, glaube ich, selbst auch angeschlagen. Da werden beide behandelt. Walter Junghans und der Münchner Kapitän Karl-Heinz Rummenigge. Junghans kann weiterspielen, während der Vereinsarzt Dr. Müller-Wohlfahrt noch immer bei Karl-Heinz Rummenigge ist. Aber auch da wird es wohl gleich weitergehen, ja. Also die beiden schütteln sich versöhnlich die Hände. Ein Zusammenprall aus der Situation heraus entstanden und zwischen beiden vergessen. 5 Minuten sind noch zu spielen und wenn sich am Ergebnis nichts ändert, dann werden wir wie gestern eine Verlängerung sehen, aber Täuber im Abseits. Wolfgang Grobe. Das war unnötig. Kruse musste da zum 6. Eckball für den FC Bayern klären. Und mit dem langen Dieter Hoeneß im Sturmzentrum, da sind die Ecken für den FC Bayern sicher effektiver, gefährlicher. Wer deckt Dieter Hoeneß? Matthias Schipper steht bei ihm. Auch Peter Stichler, beide über 1,80 groß und der Eckball. Gut, Walter Junghans, gefällt mir ausgezeichnet. Ich habe ihn in den zweiten Ligaspielen sehr viel schwächer gesehen, wo er wirklich beim Herauslaufen große Probleme hatte. Und Foul von Nachtwey an Klaus Täuber. Freistoß ausgeführt, Täuber. Diersen. Matti auf Dieter Hoeneß, der nicht im Abseits stand, aber guter Einsatz von Bernhard Dietz. Da hat der Schiedsrichter einen Foul gesehen und ich muss sagen, ich bin mir da nicht so sicher. Ich verstehe zunächst einmal die Empörung von Bernhard Dietz, der hier ganz klar den Ball spielt mit übergroßem Einsatz, aber korrekt gespielt den Ball. Diese Entscheidung des Schiedsrichters kann ich nicht teilen und Freistoß für Karl-Heinz Rummenigge, wollen wir hoffen, dass sich aus diesem Freistoß kein Nachteil für Schalke ergibt. Das hat nichts mit Parteilichkeit zu tun, aber wenn der FC Bayern hier ein Tor schießt, dann soll er es bitte korrekt erzielen. Für diese Schiedsrichterentscheidung kann Bayern natürlich nichts. Bernhard Dietz. Täuber gegen Nachtwey. Noch immer Täuber. Ja, aber da lassen noch ein bisschen die Kräfte nach. Noch 90 Sekunden. Und dann steht uns im Pokal die Verlängerung ins Haus. Ein Spiel, das ähnlich wie gestern Werder für den FC Bayern schon gewonnen schien. Zweimal nach der 2:0-Führung und dann nach dem 3:2. Und das Schalke mit unglaublichem Einsatz noch einmal aus dem Feuer gerissen hat, zumindest bis zu diesem Zeitpunkt. Allerdings halfen die Bayern mit groben Abwehrschnitzern. Ein Kampf jetzt auf Biegen und Brechen.
beide Mannschaften mit Angst vor Ballverlust, um wenigstens jetzt die Pause zur Verlängerung zu erreichen. Denn ein Treffer in den letzten Sekunden, das wäre das Allerhärteste. Karl-Heinz Rummenigge. Ich gehe davon aus, dass der Schiedsrichter in wenigen Sekunden abpfeift. Er schaut auf die Uhr. Wolf-Günther Wiesel aus Ottbergen bei Hildesheim, der mir gut gefallen hat, bis auf diese eine Entscheidung bei dem angeblichen Foul von Bernhard Dietz, das Gott sei Dank keine Folgen hatte. Aber Irren ist menschlich und auch Schiedsrichter dürfen irren. Man sieht, dass beide Mannschaften jetzt nichts mehr riskieren. Die Bayern greifen nicht an. Schalke versucht zunächst einmal den Ball zu halten und dann doch jetzt noch einmal der Weg in die Spitze über Thon. Täuber. Und Foulspiel von Täuber an Nachtwey, deutet der Schiedsrichter an. Es dürfte die letzte Aktion innerhalb der regulären Spielzeit sein. Und dann wird dieses Halbfinal zwischen Schalke 04 und dem FC Bayern verlängert. Hans Plügler gegen Dietz. Und Bernhard Dietz heute ohne Fehl und Tadel, nachdem er am Sonntag beim 3:3 gegen Karlsruhe nicht den allersichersten Eindruck hinterließ. Wir haben seit 5 Minuten angemeldet über die Regie. Das Pokalendspiel bleibt also für Schalke 04. Weiterhin erreichbar. Zum letzten Mal standen die knappen 72 im Finale. Der FC Bayern gewann 82 gegen den ersten FC Nürnberg. Vielleicht erinnern Sie sich noch. 4:2 in der Verlängerung und unfairer Einsatz von Dieter Hoeneß. Freistoß für Schalke. Es sind bereits fast 2 Minuten über die reguläre Zeit gespielt. Klaus Augenthaler. Ja, das ist riskant. Das hatte er nicht nötig, denn Jean-Marie Pfaff stand völlig frei. Erneut risikoreicher Querpass. Und das Publikum fordert den Abpfiff. Flügler, Lerby, Karl-Heinz Rummenigge. Und dann ist endgültig die reguläre Spielzeit abgepfiffen. Nach dramatischem Spielverlauf also ein 4:4 zwischen Schalke 04 und dem FC Bayern. Und die Begegnung muss 2x15 Minuten verlängert werden. Unten am Spielfeld steht mein Kollege Rolf Töpperwien, der versucht, in der Halbzeit ein paar Eindrücke einzufangen. Schönen Dank, dass Sie genau wie die Kollegen gestern beim Spiel Gladbach gegen Bremen Zeit haben, in der Verlängerung kurz an unser Mikrofon zu kommen. Hätten Sie sich nach diesem packenden ersten Halbfinalspiel heute eine Wiederholung vorstellen können? Ich habe sie mir gewünscht, denn wir mussten ja vor allen Dingen die Vereine unter dem Ruf der Spiele der Nationalmannschaft leiden. Und ich hoffe, dass wir heute dazu beitragen, zusammen mit Bayern München und gestern auch Werder Bremen und Gladbach, dazu beitragen, dass der Ruf des Fußballs, vor allen Dingen des Bundesliga-Fußballs, wieder besser wird. Ich glaube, das ist diesem Pokal-Halbfinale bisher in jedem Falle gelungen. Sie haben sehr frühzeitig deutlich 0:2 zurückgelegen. Was geht in einem Trainer dann vor? Muss man so ein Spiel gegen eine routinierte Bundesliga-Mannschaft wie den FC Bayern da nicht abschreiben? Naja, es war aber auch sichtbar, dass die Bayern hinten in der Abwehr nicht so sattelfest waren. Deshalb brauchte ich das Spiel noch nicht abschreiben. Die meisten Tore wurden per Kopfball erzielt. Ist das eine Stärke Ihrer Mannschaft? Wird das im Training einstudiert oder war es eine Schwäche der bayerischen Innenverteidigung? Ja, gegen uns wurden leider auch Tore per Kopf erzielt. Gott, wir haben gut gestanden. Der Olaf Thon ist ein guter Kopfballspieler, trotz seiner geringen Größe. Und der Peter Stichler auch. Was haben Sie sich für die Verlängerung vorgenommen? Sie haben einmal ausgetauscht. Klute Simon für Abramczyk. Was können Sie Ihrer Mannschaft jetzt noch vermitteln? Ja, wir wollen versuchen, dass wir das Spiel hier entscheiden. Entweder so oder so. Danke, alles Gute.
Der FC Bayern hat Anpfiff zur ersten Halbzeit der Verlängerung und beide Mannschaften haben noch einmal die Seiten gewechselt. Ausgetauscht worden ist, soweit ich dies erkennen kann, kein weiterer Spieler, obwohl die Möglichkeit dazu ja noch besteht. Bei Schalke laufen sich zwei Mann warm. Beim FC Bayern kann ich momentan doch Wolfgang Kraus hinter dem Tor von Jean-Marie Pfaff läuft sich ebenfalls warm. Möglichkeiten zu variieren sind also für beide Trainer noch vorhanden. Klute Simon gegen Klaus Augenthaler. Bei Bayern macht sich jetzt auch Kalle Delhaye warm. Flügler. Noch immer Flügler, Matti und Dieter Hönes in der Mitte. Matti, das war die ganz, ganz große Chance für Reinhold und Matti. Vielleicht hier schon die Entscheidung zu erzielen. Ihm rutscht der Ball über den Fuß. Ich weiß nicht, ob solch eine große Möglichkeit nochmal wiederkommt. Abseits, zeigt der Linienrichter an, abseits von Olaf Thon und sofort gepfiffen. Keine Diskussion. Matthias Schipper, Dietz, Teuber, der ein unglaubliches Laufpensum geleistet hat, sich die Bälle oft häufig hinten in der eigenen Hälfte holt. Und Sören Lerby, der hier mit beiden Namen nachgeholfen hat. Freistoß für Schalke, das hier unbedingt auf Sieg spielen will, denn in München, da haben sie natürlich keine Chance. Sie rechnen sich zumindest keine Chance aus im Wiederholungsspiel. Also jetzt soll hier alles auf eine Karte gesetzt werden. Und Foul von Diessen an Dieter Hönes. Beschwichtigende Geste von beiden. Der lange Dieter Hönes nimmt solche Sachen, die nicht wehtun, wohl auch nicht so sehr tragisch. Das kommt vor im Profigeschäft. Lerby. Ein Verzweiflungsschlag war das. Ich gehe davon aus, dass Udo Lattek jetzt gesagt hat, ein bisschen mehr Sicherheit auf jeden Fall, denn wir haben die Möglichkeit des Rückspiels. Kruse, Thon, schönes Direktspiel auf Jakobs. Jakobs und Jean-Marie Pfaff. Jean-Marie Pfaff mit einer riesen Rettungstat gegen Michael Jakobs, den Bewacher von Karl-Heinz Rummenigge. Sehr schön, wie sich der 24-Jährige da durchsetzt. Und Pfaff, der jetzt merkt, dass nur noch er die Situation bereinigen kann. Da wollte Karl-Heinz Rummenigge den Freistoß direkt ausführen. Matti stand rechts frei, aber der Schiedsrichter korrigiert völlig zu Recht den Abstand der Mauer, der viel zu nah steht. Lerby, gefährlicher Distanzschuss von Sören Lerby.
Klaus Teuber. Olaf Thon, der sich immer wieder schön von Bayer Lorz erlöst. Dann wieder Teuber. Während Klute Simon da in der Mitte doch ziemlich unbeweglich wirkt. Vorteil, Teuber bleibt am Ball. Hans Plügler klärt da zum sechsten Eckball für Schalke 04. Plügler hier zusammen mit Klute Simon und Jean-Marie Pfaff dirigiert jetzt die Abwehr, die ihn ein paar Mal im Stich gelassen hat. Denn am Belgier, da hat es mit Sicherheit nicht gelegen, dass er 4 Tore kassieren musste. Schön nach innen gezogen und da war Thon 10 cm zu klein oder der Ball 10 cm zu hoch, ganz wie Sie wollen. Bayer Lorzer, Klaus Augenthaler, Dieter Hönes in der Spitze. Die Bayern wirken jetzt wirklich sehr vorsichtig, das was sie da probieren. Das ist alles frei von großem Risiko. Fehler und Bayern im Ballbesitz über Karl-Heinz Rummenigge gegen Michael Jakobs. Und Klaus Teuber, der da hinten aushilft. So, die Hälfte der ersten Halbzeit in der Verlängerung ist gespielt. 2 schöne Torszenen haben wir gesehen auf beiden Seiten. Ansonsten relativ vorsichtiges Spiel. Schalke mit vollem Einsatz weiterhin, denn wenn es eine Chance gibt, den FC Bayern zu bezwingen, dann nur zu Hause im Gelsenkirchener Parkstadion. Dietz! Matti. Bayern bleibt im Ballbesitz nach diesem Foul von Teuber an Matti. Hoeneß gegen Schipper. Das sah nicht doll aus, aber immerhin Dieter Hoeneß erzwingt damit einen Eckball. 7. Eckstoß für den FC Bayern und von der rechten Seite, da schießt diese Bälle Sören Lerby mit dem linken Fuß, er zieht sie vor das Tor. Karl-Heinz Rummenigge in der Nähe des kurzen Pfostens, Dieter Hoeneß kommt aus dem Rückraum, gedeckt von Schipper. Und Stichler heißt der Sieger. Matti. Bernhard Dietz gegen Matti. Ah, dieser Oldtimer Bernhard Dietz gefällt mir unheimlich gut heute. 8. Eckball. Ohne Fehl und Tadel Bernhard Dietz. 36 Jahre ist er alt. Kam vom MSV Duisburg zu Schalke. War Kapitän der Nationalmannschaft, eine Karriere, die hier wohl in Schalke zu Ende geht. Und Michael Rummenigge gibt den Eckball herein auf Flügler. Karl-Heinz Rummenigge war einen Tick zu spät. Das fing relativ harmlos an und war dann doch im Endeffekt eine ganz gute Chance für den FC Bayern.
Schön, dieses Direktspiel. Gut gedacht, jetzt auch noch technische Kabinettstückchen bei Schalke. Klaus Augenthaler, der Libero, gegen Bernhard Dietz, den anderen Libero. Und Dietz sofort mit nach vorn. Augenthaler fehlt momentan in der Abwehr. Täuber, Dietz. Und Zusammenprall zwischen Täuber und Hans Flügler, glaube ich, war das. Die Zeitlupe und gelbe Karte für Klaus Täuber, die erste. Also sollte Schalke ins Endspiel kommen, dann kann er im Finale am 31. Mai in Frankfurt gegen Borussia Mönchengladbach dabei sein. Norbert Nachtwey, Dieter Hönes und Stichler klärt, der Mann, der Schalke mit 4:3 in Führung gebracht hat. Bertram Beierlorzer. Karl-Heinz Rummenigge, Jakobs erneut Sieger, der gefällt mir gut, der Michael Jakobs. Rummenigge, Matti, direktes Spiel. Und Klute Simon. Ton und weit und breit kein Beierlorzer zu sehen. Täuber, links Klute Simon, Ton lässt sich schön zurückhängen in der Mitte, ist immer anspielbar. Kruse, noch immer Kruse. Schön gesehen, Klute Simon. Oh, das sah aus für viele, für uns aus dieser Perspektive auch beinahe wie ein Tor. Der Ball ging hinten an die Netzhalterung. Jean-Marie Pfaff. 104 Minuten sind gespielt, noch immer 4:4. Nachtwey. Grobe Fehler. Giersen. Applaus auf offener Szene für Schalke 04. Die erste Hälfte der Verlängerung müsste jeden Augenblick abgepfiffen werden. Und Rückpass. Der FC Bayern jetzt zunehmend mit Sicherheit Spiel, während Schalke nach wie vor alles probiert, den entscheidenden Treffer hier noch im heimischen Gelsenkirchener Parkstadion zu erzielen. Denn in München beim eventuellen Rückspiel, da glaubt man sich chancenlos.
Mati. Ton. Dietz, Dierzen, Dietz. Links Täuber. Ich weiß nicht, wer auf dem Platz mehr gelaufen ist als Täuber. Bernhard Dietz. Der war ja früher mal Stürmer, bevor er Defensivspieler wurde. So, wir befinden uns in der 16. Spielminute der Verlängerung, die eigentlich nur 15 Minuten haben dürfte. Und dann ist die erste Halbzeit der Verlängerung vorbei, nach wie vor. Also keine Veränderung des Spielstandes. Und jetzt bleibt Arbeit für Masseur, für Trainer, für die letzten 15 Minuten noch einmal alles vorzubereiten. Schiedsrichter Wolf-Günther Wiesel hat die unwiederbringlich letzten 15 Minuten im Pokalspiel zwischen Schalke und Bayern München angepfiffen. Und Schalke hat noch einmal ausgewechselt. Für Opitz kam mit der Nummer 14 Klaus Berge. Opitz mit Verdacht auf Innenbandschaden vom Platz. Und beim FC Bayern, da bleiben noch Möglichkeiten zum Wechseln. Kalle Delhaie und Kraus haben sich wieder hingesetzt. Wolfgang Kraus allerdings inzwischen schon ohne Trainingsjacke. Er wird wohl demnächst eingewechselt. Rummenigge. Michael Jakobs. Diersen. Von der Kraft her spricht diese Verlängerung eigentlich für den FC Bayern. Die Mannschaft aus der ersten Liga, der man sicher ein kräftemäßiges Plus zutrauen muss. Aber vielleicht kann Schalke das durch Kampf wettmachen. Entschieden ist bis jetzt auf jeden Fall noch nichts. Reinhold Matti. Nachtwey. Den muss Schalke aufpassen, wenn er schießt. Ja, und Bernhard Dietz bewahrt da souverän die Ruhe gegen Dieter Hennes. Schöner Pass, Dietz auf Täuber. Klaus Täuber gegen Nachtwey. Probiert es alleine, noch immer Täuber. Und Jean-Marie Pfaff.
Weiterhin also schöne Szenen in Gelsenkirchen. Mit dem Ergebnis abgefunden hat sich noch keine der beiden Mannschaften. Kein Foul an Augenthaler. Karl-Heinz Rummenigge und Jakobs erneut schneller. Das ist der neue Mann, das ist Klaus Berge, 22 Jahre alt, ein Mittelfeldspieler, der jetzt wohl mit in die Spitze gehen soll. Sehr schön macht er das. Sehr schön. Und die Zuschauer hier stehen Kopf. Kruse. Berger am rechten Flügel. Ja, und das war wohl ein bisschen auch fehlende Kraft, fehlende Konzentration von Thomas Kruse, der ein gutes Spiel gemacht hat, und der Gegenzug über Michael Rummenigge. Aber hier sind vier Bayern gegen sechs Schalker, da kann eigentlich nichts passieren. Klaus Berge gegen Flügler. Von Bayern Flügler. Flanke mit dem linken Fuß und Klute Simon. Hubert Klute Simon verpasst die große Möglichkeit, Schalke ins Finale des Pokals zu schießen. Schöne Flanke nach dieser Aktion von Klaus Berge. Jetzt wechselt der FC Bayern aus. Wolfgang Grobe geht und für ihn kommt Wolfgang Kraus. 30 Jahre ist er, als seine letzte Saison für den FC Bayern. Er geht dann zum Abschluss seiner Karriere nach Zürich. Und sein großer Traum ist es, in Frankfurt beim Endspiel in seiner Heimatstadt, also für den FC Bayern, noch einmal dabei zu sein. Mal sehen, ob Wolfgang Kraus sich vielleicht selbst diesen Traum erfüllt. Möglich ist alles. Möglich ist ein Schalker Sieg. Möglich aber auch der Sieg für den FC Bayern. Krause zum ersten Mal am Ball. Foul an Michael Rummenigge. Das Kontingent an Auswechselspielern im Feld haben also beide Trainer ausgeschöpft. Dieter Hönes steigt am höchsten. Fehler von Walter Junghans. Und das ist die Entscheidung. Das darf nicht wahr sein, meine Damen und Herren. Walter Junghans liegt völlig zerstört am Boden. Der Mann, der hier ohne Fehl und Tadel gehalten hat. Und Dieter Hoeneß nutzt diesen Fehler. Sicher keine riskante Rückgabe von Bernhard Dietz. Wir werden das jetzt sehen nach diesem Freistoß von Norbert Nachtwey. 110 Minuten sind gespielt. Jetzt kommt Dietz, lässt ihm den Ball. Und er rutscht ihm unter dem Arm durch. Dieter Hoeneß setzt nach. Der Ball war frei, konnte gespielt werden. Und erzielt das 5:4. Dasselbe Ergebnis also wie gestern im Pokalspiel zwischen Gladbach und Werder Bremen. Ein ähnlich dramatischer, ein ähnlich sensationeller Spielverlauf. Und wenn dies der letzte Treffer war, mit solch einem Ende, hat wohl niemand gerechnet. Klute Simon! Ja, das ist ein dramatisches Spiel. Ferner, wie Klaus Schlappner, pausenlos unterwegs. Noch vor wenigen Minuten die gute Chance durch Klute Simon, Schalke ins Finale zu schießen. Und dann dieser Fehler von Walter Junghans, der sich gerade noch einmal, Sie konnten dies nicht sehen, die Hände vor die Augen hielt, vor Entsetzen. Da verliert ein Mann, der tadellos gehalten hat, ein Spiel möglicherweise. Oder Lattek mit dem Ergebnis, wird er zufrieden sein, mit Sicherheit aber nicht über den Spielverlauf. Das hatte sich der FC Bayern ganz anders vorgestellt in Schalke. Da haben wir Walter Junghans. Schade für ihn. Er tut mir leid, weil er ein gutes Spiel gemacht hat. Dieter Hoeneß.
Kein Foulspiel. Scheiße. Und Ball im Aus. Abseits, abseits von Wolfgang Kraus, der zunächst mal so tut, als hätte er diesen Pfiff nicht gehört. Das bringt Sekunden. Aber wenn er weitergespielt hätte, hätte es ihm die gelbe Karte gebracht. Das weiß er natürlich. Deshalb dreht er im letzten Augenblick ab. Aber wieder der FC Bayern über Matti. Kraus rechts, Rummenig im Ball. Schiedsrichter lässt weiterspielen. Dieter Hoeneß. Klute Simon. Täuber und Jean-Marie Pfaff. Klaus Berge und Eckball Nummer 7 für Schalke. 4,5 Minuten bleiben dem zweiten Ligisten noch, ein Wiederholungsspiel zu erzwingen. Bernhard Dietz und der Ball ist im Netz. Bernhard Dietz und der Ball ist im Netz. Das ist unglaublich, ein solch dramatisches Spiel. Unfasslich. Dreimal sah der FC Bayern wieder sich für Sieger aus. Einmal Schalke 04, dann schienen die Zweitligisten bereits geschlagen. Und nun Bernhard Dietz, der Mann, dem ich dieses Tor gönne. Ein vorbildlicher Profi, der mit dem linken Fuß den Ausgleich erzielt. Dieter Ferner und ausgleichende Gerechtigkeit vielleicht für den Fehler von Walter Jung. Links Manager Rudi Assauer, er wurde 40 diese Woche. Olaf Thon, 18 Jahre alt, der Verein am Freitag 80. Also eine Woche der Jubiläen für Schalke. Und lange Zeit schien es so, als sollte dies keine glückliche Jubiläumswoche werden. Aber gegen den FC Bayern ein Wiederholungsspiel zu erreichen, das ist immerhin schon etwas. Und da braucht sich Schalke 04 nach diesem tollen Kampf nicht zu verstecken. Was der FC Bayern an technischer, an spielerischer Überlegenheit zu bieten hatte, glich Schalke durch den Kampf aus. Und der Kampf war vorbildlich. Rummenig auf Dieter Hoeneß, nicht im Abseits. Hoeneß hat lange genug gewartet. Ist das die Entscheidung? Das ist sie. Das muss sie sein, meine Damen und Herren. Das 6:5 durch Dieter Hoeneß. 3 Minuten vor dem Ende der Verlängerung. Der Pass von Karl-Heinz Rummenigge, Hoeneß, der lange gewartet hatte, damit er nicht ins Abseits lief und der jetzt gegen Walter Junghans die Nerven bewahrt. Und zum zweiten Mal wird der Schalker Torwart durch einen Schuss durch die Beine geschlagen. Also 6:5. Schalke liegt erneut hinten. Und dass sie diesmal das Blatt noch einmal wenden können, das kann ich mir nicht vorstellen.
Bruder Latek schaut auf die Uhr. Und Freistoß für Schalke. Da spielen sie Dramen ab. Man sieht es den Trainern an, unter welchem Druck, unter welchem ungeheuren Druck sie hier stehen. Und Karl-Heinz Rummenigge bekommt hier einen Schlag vors Bein. Korrekter Einsatz, korrekte Entscheidung. Er hat den Ball gespielt und wurde von Bernhard Dietz, der nicht kommen sah, am Knie getroffen. Da Dietz, jetzt kommt Rummenigge, spielt den Ball weg und Dietz, der ihn nicht kommen sah, kann die Ausholbewegung nicht bremsen, trifft Rummenigge, Dietz auch leicht angeschlagen. Aber die Entscheidung auf jeden Fall korrekt. Gut 118 Minuten sind gespielt, 11 Tore gefallen, 5 für Schalke, 6 für den FC Bayern. Matti gegen Stichler. Und jetzt müsste Walter Jungmann so weit abschlagen, wie er kann, denn die Zeit läuft Schalke weg, er tut es auch. Ton. Schipper und Karl-Heinz Rummenigge in Verteidigermanier rettet auf Kosten eines Eckballes. Die letzte Minute der Verlängerung läuft. Vielleicht die letzte Aktion im Gelsenkirchener Parkstadion. Und Jean-Marie Pfaff. Täuber, Klute, Simon Pfaff. Jakobs, Diersen, gute Simon! Nicht vorstellbar, meine Damen und Herren, wenn jetzt noch ein Tor gefallen wäre. Klute Simon, die dritte große Möglichkeit für ihn in der Verlängerung. Der Pass, die scharfe Hereingabe kam von Klaus Berge. Da und dann Klute Simon und Jean-Marie Pfaff. Die Bayern können sich bei dem Belgier bedanken, der als einziger in der Abwehr keinen Fehler machte. Matti. Die reguläre Spielzeit der Verlängerung ist um 120 Minuten im Gelsenkirchener Parkstadion gespielt. 11 Tore haben wir gesehen. Und noch immer pfeift der Schiedsrichter nicht ab. Es war ein Spiel, das an Spannung, an Dramatik kaum zu überbieten ist. Dem gestrigen Halbfinal sicher ebenbürtig. Und man muss bedenken, dass sich hier ein Zweitligist gegen einen Erstligisten wehrte, tapfer wehrte bis zur letzten Minute. Wieder Klute Simon. Der hat hier auch ein bisschen Pech dabei, das muss man sagen. Jakobs wirft ein. Täuber. Und dann ist das Pokalspiel noch nicht aus. Es gibt einen Freistoß. Freistoß für Schalke, weil Klaus Täuber hier behindert worden war. Unglaubliche Szenen spielen sich hier ab. Die Zuschauer stehen. Man kann das Ende nicht mehr erwarten. Die einen sehen es herbei, die anderen befürchten es. Und Freistoß ausgeführt durch Diersen. Kein Zuschauer hat das Stadion verlassen. Vielleicht die letzte Aktion. Ton! Und erneutes Foulspiel. Foulspiel von Kraus an Diersen.
Och, der Schiedsrichter, die Mannschaft. Welcher Druck jetzt auf den Spielern. Wolf-Günther Wiesel korrigiert die Mauer. 9,15 Meter vom Ball. Ton läuft an. Und Diersen schießt. Klute Simon. Und Ton! Das gibt es nicht, meine Damen und Herren. Das gibt es nicht. Ein solches Spiel habe ich noch nicht gesehen. Die reguläre Spielzeit ist seit 2,5 Minuten zu Ende. Schalke 04 scheint zum vierten Mal in dieser Begegnung besiegt. Und dann erneut der Ausgleich. Ein unfassliches Spiel. Spannung, Dramatik, Tore. Besser, schöner kann man sich Fußball nicht vorstellen. Was der Pokal und was die letzten Spiele in der Meisterschaft an Werbung für den Fußball gemacht haben, ist nicht wieder gut zu machen. Der Schiedsrichter pfeift das Spiel ab. Praktisch in der letzten Sekunde stellt der junge Olaf Thon mit seinem dritten Treffer, 3 Tore also gegen Bayern, den 6:6 Endstand her. Damit gibt es ein Wiederholungsspiel in München. Der Endspielgegner von Borussia Mönchengladbach am 31. Mai in Frankfurt steht noch immer nicht fest. Kompliment an beide Mannschaften, Kompliment an den FC Bayern München, aber vor allem an den Zweitligisten, der hier ein sensationelles Spiel bot. Es lohnt sich momentan wieder auf Schalke zu gehen. Und vielleicht war diese gute Pokalleistung Ansporn auch für die zweite Liga, denn Schalke möchte unbedingt, und das ist noch wichtiger, den direkten Aufstieg schaffen. Ein fantastisches Pokalhalbfinale, das zu Recht keinen Sieger gesehen hat.